Okay, dann schauen wir mal nach rechts, was es dort so gibt. Ist da schon Jormungand? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay. Ja, ich habe die Karte noch ein bisschen im Kopf. Noch ein kleines bisschen. Das ist also die andere Seite von Jormungand. Interessant. Wir brauchen ja aber immer noch den... Ich meine, es ist der Golden Key, glaube ich. Sieht ja ein bisschen aus wie der Pochette Key aus... hieß er Pochette Key? Ich glaube schon. Aus La Mulana 1. Aber ja, das ist ja der Golden Key, den wir dafür brauchen, um Jormungand zu erwecken. Wir haben ihn ja schon, in seinen Raum erhoben, sage ich mal, indem wir eben das Wasser wieder geweckt haben hier. Aber wir müssen ihn tatsächlich noch befreien. Dafür, wie gesagt, brauchen wir den Golden Key. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Layman Table, way to leave this world. Layman Table, das ist toll. Okay. Gazed upon for all eternity by an omniscient eye. Omniscient eye, so rum. For transgression to be known only to the vestiges of another age. Schön, okay. Na gut, was für ein schöner Weg, um abzuleben. Wir werden diesen Weg aber nicht gehen. Und halt eben bloß von einem, alles sehenden Auge theoretisch beobachtet zu werden. Und jetzt ist er platt. Jetzt ist er Staub. Gut, das müssen wir uns, glaube ich, nicht unbedingt aufschreiben. Ansonsten hätte ich es gerade eben machen müssen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen zu spät. Aber ist ja eh bloß... Also es gab damals, als La Mulana 2 gemacht wurde... Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Aber als La Mulana 2 gemacht wurde, gab es ja einen Kickstarter dazu. Und ab einem gewissen Grad von Geld, den man eben gespendet hat bei dieser Kickstarter-Aktion, konnte man sich eben einen Text auswählen, den man bei einem so ein Skelett geben kann. Also man hat ja auch oben rechts gesehen, ich habe jetzt nicht genau auf den Namen geguckt, aber wenn man da auf den Namen guckt, dann steht eben der Username von dieser Person auch drauf. Und also den Namen, den sie ihm eben geben wollen. Auch dafür ist der Ray-Scanner gut. Und da konntest du dann eben Namen oder Nachrichten eingeben. Und das war eben gerade so eine Nachricht. Die wird uns jetzt auf unserer Reise nicht helfen, sind aber meistens witzige Sachen, die eben andere User so hinterlassen haben. So, jetzt sind wir hier. Wow, 30 Münzen, krass. Und jetzt, oh Gott, das ist neu, ne? Es gab noch nie einen scrollenden Raum. Noch nie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das noch nie gab. Was gruselig ist. Und da haben wir einen neuen Seelentor. Wow. Weil das sind ja, glaube ich, Seelentore. Und so viele Bosse muss man eben töten, um durch dieses Tor zu gehen. Hatten wir ja schon. Und wir haben ja 3 Bosse getötet. Wir haben Fafnir getötet, Kujata und... nicht Vajra, wie hieß er denn? Der Drache, die Zerstörung. Ich komme nicht mehr drauf. Schade, aber zumindest die 3 Bosse haben wir bisher getötet. Also wir sind noch eine Weile weg davon. Das öffnet das. Okay, das dachte ich mir beinahe. Dann haben wir hier einen schicken Shortcut. Dann gehen wir mal unter dem Schiff durch. Das ist, wie heißt denn das? Spiritual Boat, okay. Spiritual oder Spiral? Spiral Boat, so rum. Weil es hieß, glaube ich, dass man Jormungand dann auf dem Spiral Boat bekämpfen soll, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine Aufladung für die Lampe der Zeit. Das ist interessant. Die haben wir noch nicht. Ich hoffe, wir brauchen die auch nicht. Mal sehen. Aber wir sind in Gebieten, wo wir noch nie zuvor waren. Das ist krass. Der Candlestick of Time, das ist schön. Den haben wir aber, glaube ich, schon gelesen. Zumindest, sobald wir die Lampe der Zeit haben, werden die Dinge interessant, weil dort kann man seine Aufladung eben wieder aufladen. Warte, hä? Wir waren hier doch schon. Wir waren hier schon, aber wir sind noch nie dort unten durchgekommen. Hier, genau. Was hat uns das jetzt aber gebracht? Wenn wir das hier hauen, dann werden wir geschockt, das weiß ich. Okay, das hat uns dann im Endeffekt gar nichts gebracht. Weil wie gesagt, hier waren wir ja schon. Da oben ist der Typ, der uns die mehr Leben gibt. Mit dem wir uns durch... genau, will be healed. Mit dem wir uns durch das eine Gifträtsel geschlichen haben. Da fällt mir aber ein, wenn wir eh schon hier sind. Wir können noch gucken, ob wir noch einen Snapshot machen können. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, es ist weiter drüben. Okay, ich bin blöd. Ich habe an die falsche Seite gedacht. Aber interessant. Wir können hier mal speichern. Hätte ich jetzt so nicht gedacht.
dass man dort rauskommt. Aber ja, okay. Aber wie gesagt, dann verstehe ich nicht ganz, was es mit dem Rätsel da gerade auf sich hatte. Es sind dann bloß Shortcuts, die wir genommen haben. Da ist nochmal was. Da ist ein Life Seal, okay. Ich will jetzt aber trotzdem erstmal hier nach oben. Nein, lass mich. Diese Viecher, ne? Mit ihren... Die haben sich gerade eben selber gesprengt. Sehr gut. Okay, gut. Gehen wir hier am besten schnell nach oben, ohne darunter zu fallen. Dann will ich hier nach draußen gucken. Wer warst du nochmal? Du warst Varuna. Okay. Sagt mir jetzt zwar gar nichts, aber gut. So, wie gesagt, gehen wir hier nochmal raus, weil ich weiß nicht, ob wir den Text hier schon geholt haben. So, Cavern. Hier haben wir ja das... hier müssten wir sogar das Outfit, das wir gerade im Anhaben geholt haben, nicht wahr? Das Valkyrie-Outfit. Aber hier gibt's ja noch genau so einen Text. Da will ich mir mal anschauen, ob wir den jetzt lesen können. Oh, ich sehe übrigens gerade, dass wir einen Mantra scheinbar vergessen haben. Weil Sol ist dann erst das dritte. Interessant. So, Mantras brauchen wir gerade eben nicht. Ach, dammit. Text-Tracks brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr, weil ich habe jetzt mein eigenes Text-Tracks. Ah, wir können trotzdem nicht Mantra und Snapshot aktivieren. Dammit. Egal, machen wir Snapshot. Das brauchen wir eben nicht so häufig. Snap. Snap it. Okay, was haben wir denn? The Ennead spoke of searing light enduring by the dwarves. Okay, Sun, das ist also das da. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir das geholt haben. Dann weiß ich gar nicht mehr, wo die weiteren Mantras sind. Weil ich glaube, es hieß, dass 6 Mantras und der Virtual Wise Man eben in diesen Dingern oder eingebettet sind. Aber wir haben erst 2 und den Virtual Wise Man gefunden. Und das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, ob wir vielleicht das noch nicht geholt hatten. Aber scheinbar schon. Okay. Dann will ich hier trotzdem nochmal nach unten schauen, weil hatten wir dort nicht nochmal ein paar Sachen? Ich glaube schon. Ach ja, da drüben gleich, genau. Jetzt fallen wir aber erstmal hier runter, natürlich in Stacheln, war ja klar. Hier haben wir ja den Boss schon besiegt, genau. Ich weiß nicht, warum das Auge so angepisst ist, aber gut. Und hier, ja, da haben wir ein Life Seal. Wie gesagt, das ist halt so toll, dass wir sowohl Life als auch Birth jetzt bekommen haben gleich. Ein guter Wurf sollte das jetzt aktivieren können, oder? Ja. Nice! Sehr schön. Das war's aber noch nicht. Oh, ach so. Oh, what? Oh, wie mies ist das denn? Also wir müssen ja erstmal die Gelfibula aktivieren, schätze ich mal, ich denke. Und dann müssen wir das im genau richtigen Timing machen, weil ansonsten wären wir bestimmt gestampft. Jetzt. Und jetzt Gelfibula deaktivieren und da hoch. Oh mein Gott, ist das stressig. Das ist unschön. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Step together. Das ist schon wieder das. Aber was heißt das? Warte, das ist der Raum. Step together? Aber das haben wir doch erst kürzlich... Achso, ja, ich bin direkt drauf. Was stand denn da? Acquire the Illuminating Ring of Power. Das ist genau der Raum. Aber Step Together? Oh. Warte, 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 warte. Wenn ich hier jetzt ein... Weil das alleine bringt nichts, genau. Wenn ich jetzt aber ein Rolling Shuriken werfe... Nein, dammit. Ich glaube, er muss den reflektieren. Nee. Yes, als ob das nicht funktioniert hat. Ärgerlich. Yes! Ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber ich glaube schon. Ach, der Illuminating Ring of Power ist ein Item, das man, glaube ich, schon aus dem ersten Teil kennt. Und das war das Chakram. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das so gewollt war. Aber es war cool. Weapons that return after being thrown. Catch them on their return to retain armor. Sehr schön. Das Ganze funktioniert so, sind theoretisch wie Frisbees. Ach schön, früher sind die, glaube ich, auf den Boden gefallen. Haha, mein Degen ist länger als deiner. Toll. Das hat trotzdem nicht viel gebracht. Wie töte ich dich überhaupt auf dem Boden? Von der Seite dann? Nee, er ist einfach er ist unverwundbar auf dem Boden. Krasser Typ. Okay, ja, nice. Damit haben wir das geholt. Schönes Item. Chakrams, also ich weiß nicht, ob sie jetzt so sinnvoll sind. Früher waren sie nicht unbedingt sinnvoll. Sind witzige Waffen.
toll. Und sind halt eben schön, weil man sehr, sehr selten eben die Munition dafür verliert. Also wenn man sie halt nicht mal einsammelt, der Typ tötet mich noch. Ich hasse ihn. Vielleicht bräuchten wir eine stärkere Waffe. Ja, wir haben in sich keine stärkere Waffe. Die Kettenpeitsche wird da wahrscheinlich auch nicht helfen. Bomben würden eventuell helfen, aber naja. Davon haben wir leider noch nichts. So, jetzt müssen wir hier bloß aufpassen, dass wir nicht zerquetscht werden. Und dann sollten wir hier auch wieder rauskommen. Wobei natürlich die Frage ist, wollen wir überhaupt hier wieder raus? Ich meine, macht ja schon Sinn, oder? Wusch! Oh Gott! Das wäre beinahe schief gegangen. Oh, wir rennen dann einfach über Sachen drüber. Das ist auch schön. Also wenn wir so schnell sind, dass wir einfach die nächste Plattform erreichen, dann laufen wir da tatsächlich drüber. Das ist cool. Ich mag die Dings sehr. Ich mag die Gelfibula sehr. Wie gesagt, ist ein schönes Item. So, hier haben wir jede Menge Erfahrung. Nice. Und dann schauen wir hier nochmal rüber, weil da sollte auch was sein. So, da sind wir direkt in das Siegel reingeschwommen. Da haben wir dann auch schon gleich eine Kiste. Sehr schön. Wir machen nochmal den Oktopus fertig. Und da unten haben wir nochmal so ein Gewichtspunkt eben. Wir öffnen erstmal das da und da ist, oh, ein Orb of Life drin, ein Sacred Orb, so rum hieß er. Ich hätte ihn beinahe Sacred Orb of Life genannt, was an sich ja auch richtig ist. Platsch. Ah, schön, den will ich natürlich auch nicht missen. Vor allem, da ich das Gefühl habe, dass wir demnächst irgendwie auf unseren nächsten Boss oder über unseren nächsten Boss stolpern werden. Gucken wir mal. Deine Münze nehmen noch mit, die müssen wir irgendwann mal ausgeben. Ich meine, ne, Jormungand, aber wir haben halt den goldenen Key noch nicht. Gute Frage. Okay, jetzt haben wir das geholt. Da oben war noch eine Kiste mit einem Life-Sigil. Deswegen würde ich sagen, es ist, glaube ich, sinnvoller, von oben zu starten, oder? Teleportieren wir uns kurz nach oben. Dann sehen wir ja, wie das aussieht. Und gucken mal, ob wir das holen können. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir das am geschicktesten an, ohne nicht gleich wieder komplett runterzufallen? Das ist nämlich so gefährlich in dem Gebiet. Wir hüpfen erstmal hier runter, dann sparen wir uns nämlich ein Gewicht, das wir da benutzen müssen. Und jetzt hier runter, oder? Und dann nochmal hier runter, bitte. Dankeschön, nice. Noch eine Kiste. Ah, es läuft gut, das läuft gerade eben echt gut. Also auch ohne die Dinosaur-Figur haben wir jetzt gerade eben schon super viel erreichen können. Und hier drin ist Ice Cape? Ice Cloak? What? Okay, dadurch hätten wir uns natürlich die Chain Whip sehr viel leichter holen können. Aber krass, dass es das gibt. Okay, Ice Cloak, a frosty cloak of ice. Where to negate almost all damage from falling into lava. Sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben ja schon gelesen, dass es ein ultimatives Cape gibt. Das selbst Schaden reduziert. Ich muss mal kurz gucken. Das war im Shrine of the Frost Giants. Ich schau mal da kurz nach, was das genau war. Aber dass er ja scheinbar besser sein soll als das Frost Cape. Aber selbst das Frost Cape nehme ich sehr gerne. Ich meine, jetzt sind wir nahezu immun gegen Lava. Das ist eine super coole Sache. Muss man einfach haben. Okay, so beim Charakter wird es nicht angezeigt. Aber zumindest im Menü wird es angezeigt. Was ja schön ist. Aber wie gesagt, ich gucke da mal kurz nach, ob ich das finde. Hier, ich hab's gefunden. Subnatural Being Balor, Waits Beyond the Eternal Frozen Sealed Lands. Those who don't get the Garb. Don the Garb, okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Must pass the Pill of Swirling Light, for then neither heat nor cold shall ail them. Okay, interessant. Das heißt, es gibt nochmal einen ultimativen Mantel, der uns auch vor Kälte schützt. Aber wie gesagt, Lava ist eine sehr gefährliche Sache, deswegen nehmen wir natürlich die, wie hieß es nochmal? Clock of Ice oder? Ice Clock, so rum. Nehmen wir die natürlich super gerne. Die ist, wie gesagt, sehr gerne gesehen. Die hätten wir früher sehr viel häufiger gebrauchen können. Die schützt uns ja nicht, das hat uns Xelput ja schon gesagt, die schützt uns ja nicht vor Gift-Lava. Die es ja auch gibt. Zumindest, das war ja diese Instant-Death-Lava in den Icefire-Treetops. Die tut uns wahrscheinlich immer noch weh. Aber zumindest normale Lava nicht mehr wirklich. So, jetzt gehen wir hier rein und da haben wir Yama. Und Yama sollte uns jetzt auch ein bisschen was Neues erzählen. Also, haben wir schon gelesen, aber zumindest Neues, das ich mir notieren muss. Would you rise to the challenge of the underworld? It is known as the Eternal Prison, as it is the place where sinners were once jailed for all eternity. You will not be able to reach Hell without knowledge of the correct path, but another path.
cross the river Styx with a small key in hand, then move on to Knipperhelia. You shall receive a weapon that will do you great services if you are to traverse the underworld. Das ist halt super wichtig, weil er sagt uns tatsächlich einen anderen Pfad zum Eternal Prison, weil ansonsten kommen wir einfach theoretisch eigentlich ja bloß entlang, indem wir Widofnir besiegen, was ja nicht funktioniert, weil wir dafür ja die Power Flame brauchen und die Power Flame bekommen wir erst mit der Light Scythe, die wir ja erst aus dem Eternal Prison bekommen. Alles interessant, über den River Styx, okay. Aber interessant, mit dem Small Key in Hand. In der griechischen Mythologie ist es ja so, dass du zwei Münzen für den Fährmann brauchst über den Fluss Styx. Aber hier scheint es ein kleiner Schlüssel zu sein. Mal gucken, wie das für uns ausgehen wird. Ich schreibe das noch kurz auf und dann haben wir ein bisschen mehr Informationen. Schön. Okay, das sind schon mal sehr interessante Neuigkeiten. Gehen wir nochmal rein. Was hast du noch zu sagen? Eternal Prison. Okay, gut. Und ich muss ja sagen, ist eine großartige Musik, die er hat. Ich weiß nicht, warum er speziell so eine Musik bekommen hat. Oder vielleicht noch andere Leute, die bekommen, die vielleicht mehr mit der Unterwelt zu tun haben. Aber es ist eine unglaublich coole Musik. Okay, damit haben wir auch das. Eine weitere Person, die uns zur Unterwelt führt, abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt natürlich die Frage, was können wir hier jetzt noch machen? Gut, jetzt können wir ja theoretisch zu den Punkten der Dinosaur-Figur gehen, nicht wahr? Weil die Lamp of Time können wir uns nicht holen und alles weitere haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Jetzt wäre halt eben bloß die Sache, ob wir die Dinosaur-Figur ausprobieren. Und ich glaube, es ist die sinnvollste Option im Moment. Weil auch Mulbrook hat uns ja hierher geführt. Das ist ja das, Mulbrook hat uns ja auch gesagt. Hier, I'm still at the Immortal Battlefield, there's a path that leads further down past this lava area, it looks like it'll take it to a different area altogether, das sind die Icefire Treetops, genau. If you're fine with lava, then it should be traversable. Aber meinte sie nicht auch, das ist komisch, meinte sie nicht, dass es ein andersfarbiges Gebiet gibt? What's in the back are divided into red and blue areas, genau. It looks like you can't enter the blue area yet. There might be a gate somewhere that leads there. A lot of paths are closed off by various mechanisms, so try walking around as much as possible to find the best way to progress. Genau. Achso, aber sind das diese Mauern, die gemeint ist, oder die Wände tatsächlich? Aber ich hätte noch nie rote Wände gesehen. Wir gehen mal, weil wir haben ja so einen Teleportpunkt gefunden schon. Nicht hier, sondern eins weiter oben. Und dann gehen wir da mal durch. Weil ich weiß tatsächlich, also den Kern vom... Ja, wobei. Ich glaube, viele Bereiche von dem Kern haben wir tatsächlich schon erforscht. Ich weiß es nicht. Bin mal sehr gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Gehen wir hier rein mit der Dinosaur-Figur. What? Wieso ist hier so chillige Musik? Ich meine, es hieß, dass wir in eine Pocket Dimension kommen, aber... Ich hab nicht mit so einer gerechnet. Ich mag die Musik voll. Okay, das ist scheinbar so der heilige Altar der Lokpala, hieß es ja. What's that? Ja, das ist eine gute Frage. What's that? The structure wasn't in Lamulana. Check it out, thoroughly and carefully. The structure wasn't in Lamulana? Naja, wir sind ja auch gerade in Eglana, nicht wahr? Wir haben da auf jeden Fall mal eine Notiz. Indra acquired. Wer ist Indra? Eigentlich ja kein Charakter, sondern ein Boss oder sowas sicherlich. Wir können mal nachschauen. Indra, Yama. Ich weiß, haben wir Yama noch nicht. Yama weiß ich, dass wir ihn haben. Indra. Indra müsste aber. Hiro, Roderick hatten wir ja auch schon. Aber wie gesagt, Indra ist schon dort bei Personen. Wow, hi. Indra. Male, Lokpala, okay. Leader of the Lokpala race of the six children. Indra desires to rule over Eglana. The Lokpala are not so bright, unaware of Eglana's various secrets and history. Indra simply seeks power, but his storm-based magic is not to be taken lightly. He uses a secret art to pull the beating hearts from life sacrifices. Hahaha! Das ist eine Indiana Jones Anspielung. Ach, wie schön.
Ich glaube, er hat sogar ein bisschen was von diesem Priester, nicht wahr? Schön. Okay, aber Storm-Based Magic, das heißt, wir sollten ja Mjölnir benutzen. Sollen wir uns Indra mal aufschreiben? Ich schreibe es mir mal kurz auf. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wie gesagt, ich schreibe es mir mal lieber auf. So, ist aber sehr interessant, weil es ist ja dann theoretisch eine Person, die uns aber trotzdem wahrscheinlich töten will. Also theoretisch so eine Person und eine Boss in einem. Also ein Boss in einem. Mal gucken. Oh mein Gott. Was it you who raised our guardian Jormungand out of the water? How amusing to think that one would come all this way to fulfill our ambitions. I shall call upon the ang of Jormungand. Go, throw away your life, as you so clearly desire. Dankeschön. Okay, er erhebt also den Ang für Jormungand. You're but a nuisance. Die. Nein, tu's nicht. Au. Nein, aua. Au. Du Drecksack. Okay, okay, interessant. Ich glaube, wir haben gerade eben den Angriff. Ah! Jormungand aktiviert. Holy. Okay. Also, er kämpft nicht gegen uns. Er vermöbelt uns nur ein bisschen. Aber wir können ihn bestimmt erledigen. Vielleicht können wir ihn erledigen, indem wir Mjölnir gegen ihn benutzen. Mal gucken, mal gucken. Aber wir haben. Haben wir jetzt wirklich Jormungand freigeschalten? Auf jeden Fall den Angriff. Oh shit. Aber ich dachte, wir brauchen den Golden Key für ihn. Super interessant, weil wir hätten ja nochmal ein Ankh-Jewel. Wow, that could have gone much better. Sorry about that. Schön. Ist interessant, definitiv. Okay. Aber hier ist der Hintergrund auch nicht rot. Ich verstehe nicht ganz, was mit dem Rot und Blau gemeint ist. Hier können wir ja auch noch entlang. Hier sind ja bloß diese Schalter, denen alle stampfen. Wobei, können wir da überhaupt durch? Ich glaube, das ist zu. Ja, wir sind da trotzdem nicht schnell genug mit der Gelfibula, oder? Vielleicht. Ich würde auf jeden Fall gerne mal speichern davor. Das machen wir mal. Aber ich glaube, wir haben den Angriff für Jormungand aktiviert. Oh shit. Das ist überhaupt nicht gut. Wir teleportieren uns mal kurz zurück, dann versuchen wir darüber zu rennen und dann gucken wir mal nach dem Angriff. Wie gesagt, ich dachte, wir brauchen den Golden Key dafür. Mal gucken. Okay, wir speichern hier nochmal kurz. Einfach bloß Leben auffüllen, brauchen wir jetzt ja gerade nicht unbedingt, aber ich will einfach bloß kurz speichern, damit wir das nicht mehr machen müssen. Okay, aber es führt uns zumindest nicht in ein komplett neues Gebiet, sage ich mal, sondern einfach bloß in so eine kleine Pocket Dimension eben. Ich dachte aber, es gibt noch wirklich Bereiche hier, die wir noch gar nicht erforscht haben. So, Gelfibula, go! Au! Okay. Die Musik ist auch neu. Oder? Bin ich bloß so lange nicht mehr gestorben oder ist die Musik neu? Ich glaube, die ist neu. Ich glaube, es wurde echt noch viel während meiner Abwesenheit, sage ich mal, noch viel an dem Spiel geändert. Ich habe zumindest das Gefühl, dass die Musik neu ist. Oder ich kenne es wirklich überhaupt nicht mehr. Ich meine, gut, dass ich gespeichert habe. Man hätte schon damit rechnen können, dass das passiert, weil die einfach gleichzeitig runterkommen. Gut. Dann schauen wir hier mal kurz nach Jormungand. Wir dürften ihn eigentlich nicht aktivieren können und wenn, dann brauchen wir wahrscheinlich immer noch den Golden Key, um ihn wirklich zu aktivieren. Ähnlich wie bei Kujata. Kujata konnten wir ja auch schon rufen, aber wir brauchten ja immer noch Freys Boot, um ihn wirklich bekämpfen zu können. Und das ist hier sicherlich ähnlich. Mal sehen. Mal sehen. Wäre auf jeden Fall sehr krass, wenn wir ihn schon bekämpfen könnten. Der Ankh ist da. So viel schon mal dazu. Oh, shit. Wir machen es einfach mal. Let's go. Halt, so. Nee, so. So. Wer bist du denn? Du bist keine Schlange. Du bist... Au.
Wir brauchen den Golden Key, um das Ding zu starten. Ja, okay, ich verstehe. Aber du bist keine Schlange, du bist ein Typ in einem Schlangenmotorrad. What? What? Okay. Ich war mir ziemlich sicher, dass Jormungand eine riesige Schlange war, aber gut, okay, okay. Alles okay. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, da ist auch ein rotes blinkendes Licht. Genau, jetzt können wir auch auf unsere Items zugreifen. Und jetzt müssen wir bestimmt den goldenen Key aktivieren. Wir können nämlich nicht rausspringen, wir können nichts machen. Ja. Ziemlich sicher, dass wir dafür den goldenen Key brauchen. Okay, gut. Ich wollte es bloß herausfinden. Aber das ist natürlich super interessant. Ist einfach ein Typ, der da drin sitzt. Ich fasse es nicht. Das wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Okay, schön. Dann lassen wir das vorerst mal. Dann wären wir hier, glaube ich, vorerst fertig. Soweit ich das richtig interpretiere. Wir können hier keine Mantras sprechen. Wir können hier keine weiteren Dinge tun. Deswegen, wir können den Typen nicht erledigen, weil unsere Waffe viel zu kurz ist. So. Das Messer war echt teilweise meine Lieblingswaffe. Aber, naja, jetzt hat sie so ein bisschen ihre Stärke verloren. Weil wir eben jetzt sehr viel weitreichendere Angriffe haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir kurz zurück und dann können wir ins Gate of the Dead gehen. Weil dort haben wir auf jeden Fall auch noch eine Waffe zu holen. Und einen Typ, der uns über die Unterwelt was sagen will. Deswegen, ich werde mich kurz regenerieren gehen. Und dann sehen wir uns gleich im Gate of the Dead wieder.